Anja hat via Twitter gefragt, von welcher Stimme bist du als Teenager-Fan gewesen? Das ist ein paar gegeben, aber ich glaube, was am meisten geprägt hat mich die Joss Stone. Das ist für mich so... Die sind für mich einfach göttlich. Das ist irgendwie, die ist so bescheicht mit so einer wunderschönen Stimme und das finde ich ganz schön. Eine der ersten Stimmen, die mich reingepackt hat und übrigens auch meine erste Schallplatte war, ist so. Das verratet jetzt mein Alter, Schallplatte. ist Michael Jackson war Thriller. Das war so die erste Scheibe, die ich bewusst irgendwie, die mir gehört hat. So. Mein grösster Verbrechen damals war Bay City Rollers on Suite. Das sind wahrscheinlich auch, heute nennt man das wahrscheinlich Boygroups. Und nachher bin ich relativ rabiat und schnell zum Elvis Presley gekommen. Und von Elvis Presley zu Muddy Waters und B.B. King und Jacques Brel und Beko. Also ich hatte dort eine relativ weite Range in meiner Jugend. Heute bin ich ein bisschen eingegangen. Ja, ich glaube Stimmen wie Tina Turner, aber die Tina Turner auch von den jüngeren Jahren waren wirklich etwas, die haben mir, es war ein Wow-Effekt. Es gibt so viele Emotionen in einer Musik oder Dionne Warwick und ich war wirklich, wow, es gibt das und ich könnte mich nie vorstellen, dass das gibt.